Das U21-Nationalteam gastiert für das nächste Heimspiel im Rahmen der EM-Qualifikation in Ried. Die Auswahl von ÖFB-Teamchef Werner Gregoritsch empfängt am Freitag, den 15. November, in der Josko Arena das Team aus dem Kosovo. Aktuell bereitet man sich in Bad Erlach auf das letzte Quali-Spiel in diesem Jahr vor. Die ÖFB-Youngsters sind mit 3 klaren Siegen gegen Andorra, Albanien und die Türkei sowie einer Auswärtsniederlage bei Gruppenfavorit England in die Qualifikation zur UEFA U21 Euro 2021 gestartet. Aktuell liegen die Österreicher in Gruppe 3, punktgleich mit Leader England, auf Rang 2. Ich glaube, wir haben sehr gut gemacht, sehr gut gespielt, außer jetzt das letzte Spiel gegen England. Aber wie ich vorher im Interview gesagt habe, wir lernen draus und wir werden es auch gegen Kosovo auf jeden Fall besser machen. Ja, ich glaube, der Start war natürlich super mit den 3 Siegen in Folge. Jetzt das England-Spiel, haben wir, glaube ich, genug drüber geredet, ist natürlich sehr unglücklich gelaufen. Sind wir nicht zufrieden, aber ich glaube, dass der Start trotzdem sehr okay war. Jetzt haben wir ein sehr wichtiges Spiel vor der Brust und ich glaube, wenn wir das gewinnen, ist der Start sehr, sehr in Ordnung. Ich muss einmal dazu sagen, dass das ja die erstmalige Situation war, dass wir die Mannschaft erst mit September, mit der ersten Quali-Runde übernommen haben. Das heißt, ich habe zum Teil Spieler gar nicht noch gekannt im ersten Lehrgang. Wir haben jetzt den dritten Lehrgang. Die anderen Mannschaften, eben also Kosovo, Türkei, Albanien, haben ja sich ein Dreivierteljahr länger vorbereiten können, selektieren können. Das haben wir momentan gar nicht so in dem Sinn, nicht die Möglichkeit gehabt. Das steht jetzt eine Mannschaft, aber wir haben einen guten Kader, wir haben eine gute Mannschaft, wir wissen auch, was wir können und wir wollen natürlich gegen Kosovo auch unsere Seite zeigen, die wir gegen die anderen Mannschaften außer England gezeigt haben. Für das abschließende Pflichtspiel des Jahres gegen den Kosovo hat sich die Gregoritsch-Elf einen Sieg zum Ziel gesetzt. Doch die Kosovaren blicken ebenfalls auf einen starken Quali-Herbst mit Siegen über Andorra, die Türkei und Albanien sowie einer 0:2-Niederlage in England zurück. Es ist sicher ein sehr starker Gegner, aber ich glaube, dass zum Beispiel Albanien oder auch Türkei in der ähnlichen Preisklasse sind. Das heißt also, es wird sicher noch über die ganze Qualifikation schwierige Spiele geben, aber der Gegner ist natürlich, der als nächstes kommt, immer der schwierigste. Mit dem Spiel müssen wir unsere Stärken auf den Platz bringen und wenn wir das machen, wird es für jeden Gegner schwer, auch Kosovo. Ja, gefühlsmäßig ist das, glaube ich, nach England vielleicht sogar der beste Gegner. Wie gesagt, es wird vielleicht das Duell um Platz 2 werden, schwer zu sagen, aber ich glaube, wir werden uns den Gegner jetzt noch genauer anschauen im Laufe des Lehrgangs und dann sind wir sicher gut vorbereitet. Am Pfiff in Ried ist am Freitag um 18 Uhr. Weiter steht für die ÖFB-Youngsters ein freundschaftliches Länderspiel in Ungarn auf dem Programm. Gespielt wird am Montag, den 18. November 2019 um 19 Uhr in der Puskás Arena in Budapest. Beide Spiele werden auf ORF Sport Plus übertragen.